Also Stelmutz ist eine Digitalagentur. Wir bauen Websites und Apps für deutsche und internationale Kunden. Ich glaube, das Spannende, was wir gezeigt haben, ist, dass man eben kein teures Büro in einer Metropole in Deutschland braucht, sondern dass man komplett dezentral auf dem Land, im Ausland, auf einer karibischen Insel sich die besten Mitarbeiter aussuchen kann. Wir haben 17 Nationalitäten an 14 Standorten und trotzdem effizient, oder nicht trotzdem, sondern gerade dessen sehr effizient zusammenarbeiten kann. Also ich habe selber 10 Jahre im Konzern gearbeitet und habe 80% meiner Zeit in Meetings gesessen, die immer eine Stunde lang waren und ich vielleicht 5 bis 10 Minuten Redebeitrag hatte und den Rest der Zeit habe ich mit BlackBerry unter dem Tisch Snake gespielt. Und mit den digitalen Prozessen, mit denen wir arbeiten, haben wir über 90% echte Arbeitszeit und nur ganz wenig Effizienzverlust. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema für sehr viele Mittelständler. Also es hilft natürlich, wenn man sich die Leute dafür aussuchen kann. Also es ist erheblich einfacher, ein neues Team aufzusetzen und mit diesen Tools zu arbeiten, als jetzt einer bestehenden Organisation das quasi beizubringen und dann sehr viel Change Management zu betreiben. Aber wir haben da eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wir holen eigentlich alle unsere Kunden mit in unsere Tools. Die arbeiten also mit in unseren Prozessen, als ob sie ein Mitglied bei uns in der Firma wären, als ob sie ein Angestellter wären oder ein Chef wären. Und was wir sehen, dass wir nach so einem Projekt 3 bis 6 Monaten, dass die Tools, die wir den Kunden gezeigt haben, dass die dann in der Firma weiterverwendet werden. Also das ist so meine größte Begeisterung, wenn dann ein Folgeprojekt kommt und dann kriege ich gleich eine Einladung zu genau den Tools, die wir vor einem halben Jahr mal gezeigt haben.